Leute, ich grüße euch hier. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Tobi33M3, dem Vinyl-Archäologie-Channel. Ja, ich nehme auch teil an der German Vinyl Community Challenge 2024. Ja, leider war ich zu langsam, eine Frage einzureichen, meine lieben Timo. Ich habe den Termin leider verschwitzt. Hält mich aber natürlich nicht davon ab, auch dieses Jahr daran teilzunehmen, wie auch im vergangenen Jahr. Ja. Klassisch wie bei mir üblich auf dem Kanal erstmal gezeigt, was im Hintergrund läuft. Das ist Judy Driscoll mit 1969. Sehr schönes Album, ich mag ihre Stimme sehr gerne. Zumeist ja mit Brian Auger unterwegs gewesen. Hier solo. Gefällt mir sehr gut, das Ding. Ja, habe ich mal drauf geschmissen, fiel mir gerade eben in die Hände. Dementsprechend läuft sie heute. Ich will mir nicht allzu viel Zeit lassen, weil das Ganze ist ja relativ umfangreich und auch ich habe mir den kleinen Spickzettel gemacht, nachzugucken, was die Fragen waren, weil auch ich kann mir die Reihenfolge nicht komplett merken. Wobei der das erste ja nicht so super schwierig war. Natürlich erwähne ich genauso wie auch andere wahrscheinlich die Kanäle, von denen die Fragen kommen. Das gehört sich unter dem Community-Gedanken wohl so auch, ja, finde ich zumindest. Und wir steigen direkt ein, damit es nicht zu lang wird, mit der ersten Frage. Und die lautet, was ist der Holy Grail deiner Schallplattensammlung? Und hier ist mir selbst überlassen oder euch auch, ob es sich um eine Rarität oder einen persönlichen Grail handelt. Kommt natürlich vom Planet auf Platte, diese Frage. Ja, und ich habe mich schwer getan. Es gibt zwei Varianten. Ich habe zwei Sachen rausgeholt. Eine ist so dieses... Ja, wirklich, also Raritäten-Ding. Viele, die meinen Kanal schon was länger verfolgen, die wissen jetzt, was jetzt kommt. Das ist so das rareste Teil von mir. Das ist nämlich die Organization Tone Flow von, Organization. So sieht es nämlich aus. Pre-Band, Pre-Kraftwerk quasi. Sehr seltenes Teil hier als UK First Original. Gibt ja auch nur, glaube ich, eigentlich inoffizielle Represses. Gab es damals in einer sehr geringen Auflage und das Cover ist leider sehr fragil auch. Ich hatte die davor schon mal in richtig dreckigem Zustand sie verkauft gehabt. In meinem bescheuerten Kopf zu Beginn meiner Sammelleidenschaft und bin da fest von ausgegangen, dass ich die niemals wiederfinde. Hier ist sie. Und das in einem 20 mal besseren Zustand, als ich sie vorher hatte. Ein wirklich tolles Teil. Nicht Kraftwerk, so wie wir sie kennen später, sondern hier wirklich richtig progressiv noch. Also weniger dieses elektronische und technische, tendenziell eher wie die ersten beiden Alben, aber noch progressiver, würde ich es benennen. Organization Tone Flow. Das ist das erwartbare Ding gewesen. Ich habe aber trotzdem noch was anderes. Und ja, ist das gute Stück hier. Das ist die FK All Stars en Directo Live Album von Freundeskreis damals. Die ist 2000, jetzt lass mich nicht lügen, 2000 glaube ich, genau, ziemlich genau 2000 rausgekommen. Die ist auf 4Music. Und das ist original und das ist verschweißt. Ich habe die mal wirklich zu dem, noch unter dem Preis des Represses bekommen und dann erschreckt festgestellt, das ist das Original. Und seitdem traue ich mich nicht, sie aufzumachen. Also ihr seht, sie ist noch komplett verschweißt. Da ist noch so eine Slipmat drin und so. Das ist auch irgendwie ein Grail. Die ist bald, hat die bald die 25 Jahre auf dem Buckel. Ich kaufe mir, glaube ich, das Repress. Und lass sie, eigentlich ist es bescheuert, ich weiß. Aber Musik ist zum Hören und zum Laufen. Ich weiß, ihr habt absolut recht. Aber irgendwie mit dem Ansetzen des Messers ist halt so eine Sache. Ihr wisst es. So. Und ja... Vielleicht kaufe ich mir das Repress nochmal und halte die so. Also das ist mein anderer Grail, auch die im Originalverschweißzustand. Nicht billig, aber ich liebe halt eigentlich auch die Musik. Ja, also sind die ganzen Klassiker drauf. Ne? Erste Schritte Esperanto, Tabula Rasa, mit dir Slow Jam. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Mega, auch natürlich. Ja, schade, Dingens ist nicht drauf. Wenn der Vorhang fällt, ist allerdings drauf mit damals noch. Ah, wie heißen sie denn nochmal? Verdammt! Aus Stuttgart auch. Das ist jetzt peinlich. Massive Töne. Meine Güte. Na egal. Wir wollen es nicht zu lang werden lassen. Also, das wäre der andere Gral, wenn es eher persönlich ist auch und gar nicht unbedingt. Dann war das dann schon die Frage nach der Platte mit zwei Seiten unterschiedlicher Qualität. Genau. Besitzt du eine Schallplatte, dessen A-Seite sich qualitativ sehr von der B-Seite unterscheidet. Das fragt die Vinylhöhle. Ja, es ist jetzt eher ein subjektiver empfundener Unterschied bzw. Geschmacksunterschied, würde ich behaupten. Das
kann man nicht ja so, es ist, glaube ich, auch nur subjektiv zu beantworten. Hier geht es um das Album Bohannon, also Inside Out von Bohannon. Bohannon seinerzeit, ja, seines Zeichens. Produzent und so weiter gewesen. Ich habe, glaube ich, auch unter anderem mit Stevie Wonder und so weiter zusammengearbeitet. Ist dann aber irgendwann solo unterwegs gewesen. Eigentlich im Disco-Bereich halbwegs unterwegs. Das ist auf dem Dakar-Label. Und die Scheibe ist doch sehr zwiegespalten. Also Side 1 ist Foot Stomping Music, Easy Coast Groove und Disco Song. Das sind richtige Funk-Groove-Granaten, sag ich mal. Die gehen richtig auch nach vorne, die machen Druck. Ja, und das ist echt, also jetzt auch aus der Perspektive von jemandem, der definitiv was mit Hip-Hop anfangen kann, meine Sozialisation musikalische, richtig geiler Groove, richtig geiler Druck hinter. Und Side 2 ist halt, also ich, als ich das erste Mal aufgenommen habe, ich kannte die Platte nicht, Blind Kauf, mega Hammer gefunden, und dann habe ich Seite 2 aufgelegt, war sehr ernüchternd. Dann ist echt sehr, Love is Fading, Sword and Wishes, Keep on Being My Girl. Ich sag mal so, die Titel sagen es schon so ein bisschen. Ne? Also die zweite Seite ist sehr seicht, sehr Love-mäßig. Also da ist, das ist dann subjektiv, vielleicht findet auch jemand die zweite Seite geiler. Ich finde die zweite Seite eine absolute Enttäuschung. Von daher ist das meine Wahl hier. Ich will es ja nicht zu lang werden lassen. Bohannon, Inside Out. Die erste Seite ist really great. Die zweite ist eher so der Out-Teil bezüglich Inside Out. Okay, also ich mache so ein bisschen an den Alben, kann ich es festmachen, was die Frage war, aber ich gucke nochmal lieber genau nach. Ich meine, es ist jetzt der Platte und Konzert und so, ne? Nee, gar nicht. Dann ist ja aber irgendwie die Reihenfolge nicht so, wie ich die... Da, die ist an der völlig falschen Stelle. Later mal, habe ich mich beinahe täuschen lassen. Frage 3 ist nämlich, welche aktuelle Platte einer deutschen Band oder Interpretin, Pretin, um es zu gendern, würdest du einem einer fremdländischen Freundin empfehlen? Ja. Ich, und das ist ja die Frage, geht es um die musikalische Komponente, um das Lied gut, um den Text oder geht es ums Gesamtpaket? Und ich würde, wenn ich das Gesamtpaket nehmen würde, dieses schicke Teil hier empfehlen. Erdmöbel mit Guten Morgen Ragazzi. Das finde ich, das ist so ein bisschen im Singer-Songwriter-Stil, auch ein bisschen Chanson, mediterran, Vibes, sehr relaxed. Und auch irgendwie künstlerische Texte, also ich finde es sehr, sehr gut. Ist so eine Sache, ist 2022, das würde ich noch unter aktuell verbuchen. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich kaufe auch nicht so viele Neupressungen, ab und zu schon mal, aber tendenziell eher bin ich ja, wie der Name des Kanals sagt, eher so Vinylarchäologie ausgrabungstechnisch unterwegs. Und da passt das Thema nicht ganz so. Aber ja, es ist eine geile Scheibe, ich finde sie. Ja, es ist ein smoothes Nachmittagsalbum, wie ich persönlich finde, nichts zum Steilgehen. Aber es ist sehr schön. Es ist ein Stück weit auch fragil an manchen Stellen. Ich finde es richtig gut. Hat einen sehr, sehr guten Vibe. Schöne poetische Texte auch, wie ich finde. Ich meine, mich zu erinnern, dass die habe ich von meinem Kumpel geschenkt bekommen und er sagte, einer der Bandmitglieder war Referendar an seiner Schule. So, darüber die Queer Connection, sehr, sehr entspannte Band, kann ich auch alle anderen von empfehlen. Erdmöbel. Guten Morgen, Ragazzi. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt die Reihenfolge weiter richtig geht. Wir sind bei Frage 4 und ich dachte, das Schwede, es ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Also, Frage, hast du eine Platte, auf der entweder 3 Gitarristen, 2 Schlagzeuger oder 4 Vocalisten am Start sind? Kein Orchester oder Chor. Danke, lieber Guido von Guidos Plattenkiste für diese Frage. War auch nicht so einfach, aber ich habe, glaube ich, sogar 2 Sachen gefunden. Ich habe mich tatsächlich auf die Drummer irgendwie fixiert. Kann ich gar nicht genau sagen, fand ich am spannendsten. Und ich war mir ziemlich sicher, dass im Krautrock-Bereich es ein Album gab, was mit 2 Drummern eingespielt wurde. Und jetzt könnte ich, also ich habe auch nochmal nachgeguckt, sind auf 2, ebenfalls 2 Drummer drauf. Ich hoffe, die haben auch zeitgleich gespielt. Aber der Sound, der lässt es definitiv zu, dass das so gewesen ist. Follows D von Amundyl 2. Das ist schon die, viele werden es von euch kennen, es ist natürlich ein sehr abstraktes Krautrock-Psych-Album. Sehr experimentell, gerade Phallus D, der Track, der, ich glaube, komplette Seite 1 oder 2 war es, ich weiß nicht mehr, eine Seite auf jeden Fall
komplett einnimmt, ist es Seite 2. Auf Seite 1 haben wir vor Kanan, dem guten, schönen, wahren Luzifers Gilon und Enrete Krötenschwanz drauf. Genau, die Drummer sind hier. Müssen wir mal schauen. Hier haben wir auf dem Original Beiblatt. Der First Press ist nämlich nochmal draufgeschrieben, wer so am Start war. Und Dieter Serfass ist einmal Drums und Peter Leopold. Also gehe ich mal von zwei Drummern aus. Und nicht der genug. Ich habe noch eine zweite Band gefunden, die zwei Drummer am Start hatte. Zumindest auf dieser Live-Aufnahme. Ich weiß nicht, und das ist eine Live-Aufnahme. Und ich weiß nicht, ob das auch allgemein so war. Aber hier drauf zumindest Diamond Brothers. Ja, live. Und zwar at Fillmore East. Und hier sind verbucht als Drummer Butch Trucks und J. Johnny Johansson, würde ich sagen. Ja. Der spielt natürlich auch Congas und Timbales, aber trotzdem spielt er auch die Drums. Das heißt, und wenn ich hier in die Innenaufnahmen gehe, so sehe ich, meine ich doch hier auch sehen zu können, dass es zwei Drumsets gibt. Einmal hier eins und einmal daneben noch. Hier eins, da hinten und hier vorne eins. Also werden die auch live zusammen, also live auf jeden Fall. Und ich habe jetzt einfach mal die zwei genommen, um da was am Start zu bringen. Was ja eigentlich schon wieder so ein bisschen illegal ist, ne? Weil eigentlich ist er fusch ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so ein bisschen fuscht oder sich manchmal auch nicht entscheiden kann, so hundertprozentig. Ne? Genau, Guidos Frage war das von Guidos Plattenkiste. Dann haben wir Frage 5. Hast du ein Live-Album oder eine Live-Platte, die auf einem Konzert bzw. während einer Tournee aufgenommen wurde, bei dem du dabei warst? Verrate uns, woran du dich besonders gut erinnerst. Von Haifi Anonym. Jein. Also es ist, ich weiß nicht, ob das gilt. Ich sag jetzt einfach, das gilt. Ich hoffe, du bist zufrieden mit der Beantwortung meiner Frage am Ende des Tages. Also, letzten Endes werden die MTV Unplugged-Alben ja in der Regel live eingespielt. Es ist jetzt keine klassische Tour, aber das heißt, ist ja dann irgendwie schon ein Live-Album. Und da habe ich dieses Max Herre Katie Radio Show MTV Unplugged teil. Und ich war tatsächlich auch auf der entsprechenden Tour dazu, nämlich in Köln am Tanzbrunnen. Und woran ich mich erinnere, es war ein super heißer Tag. Es war ziemlich, ja, angenehm. Persönlich fand ich es schon allein die Anreise dorthin. Und was immer so ein bisschen schade ist, das Album lebt natürlich so ein bisschen auch, oder die Unplugged-Sachen leben natürlich auch sehr von ihren ja, Features, die so drauf sind. Also hier nun mal so Sophie Hunger, Philipp Poiseuille, Sammy Deluxe, Megalo, Afrop, Patrice, Joy Delaney. Wen haben wir denn noch so? Don Philippe, auch von den, vom Freundeskreis damals. Also einige Features hier drauf. Und die waren natürlich nur in Teilen am Start. Also Joy Denalani war da mit dabei. Und Megalo, glaube ich, auch. Aber Afrop und so, die fehlten. Und das war dann so ein bisschen schade. Das habe ich so ein bisschen bedauert, muss ich sagen. Aber ansonsten war es schon ein geiles Konzert. Ich mag Max Herre gerne. Das letzte Album habe ich mir, Athen, brauche ich noch dringend. Ansonsten habe ich seine Solo-Projekte eigentlich alle. Und auch die Freundeskreissachen, ja, die habe ich mir dafür mal rausgegriffen. Ich glaube, auch von 2002 oder so ist die schon, ne? Nee, so lange ich. Quatsch, sehe ich da. 2013, Entschuldigung, das war völlig daneben. So, Frage 6. Aha, kannst du eine. Ja. Ich präsentiere euch jetzt eine besonders feine Platte im Auftrag von Vorhang auf. Die sich ein bisschen mit den Fragen auskennen, wissen, was dahinter steckt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein fantastisches Album von Neil Young. Ja? Also die Trance, das ist so das Ding, auf das wir alle gewartet haben in den 80ern. War doch langsam Zeit, dass Neil Young wirklich auch von seinem eigentlich markanten Stil so ein bisschen wegkommt und so den Zeitgeist mitgeht und sich einstellt auf, ja, eher so Synthi-basierte Sachen, weg von der erdigen Musik. Das hat doch absoluten Mehrwert gehabt. Das ist eine super Platte. Da geht mir das Herz auf, wenn ich höre. Es ist ein verdammt tolles Album, was ihr alle besitzen solltet. Das ist doch der Moment, wo Neil Young erst richtig aufgeblüht ist, oder?
Also, ich würde fast sagen, mit Abstand sein bestes Album, oder? Mit Abstand. Fantastisch. Neil Young, Trance, aus dem Jahre 82. Jedes Mal, wenn ich das in meiner Sammlung sehe, geht mir das Herz auf und ich denke mir, das legst du jetzt sofort wieder auf. Auf jeden Fall. Merkt das selber, ne? Also, danke für die Frage auf jeden Fall vorauf. Ich mag sie gerne. Ja, ich bin natürlich ein Idiot und habe jetzt die Frage, ich sehe das Album, was jetzt als nächstes kommt und weiß, ich habe versäumt, etwas vorzubereiten. Und jetzt ist die Frage, ob ich jetzt noch hier drei Kartons durchwühle dafür. Die Frage, nein, ich mache es einfach so. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben. Ja, ihr müsst mir einfach glauben. Jetzt geht es nämlich um Frage 7. Und Frage 7 lautet, welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum? Naja, und ach ja, Entschuldigung, nicht unter Schlagen The Malthead hat diese Frage gestellt. Lieber Malthead, du hast auch bei meiner Albumcover-Challenge, glaube ich, teilgenommen. Ich meine mich zu erinnern. Und zwar kann ich die Frage beantworten, ja, ich habe das Album hier in mehreren Varianten. Das gab ja jetzt endlich das Repress, das Original war, also ich wollte das Album schon immer auf Vinyl haben, war aber quasi natürlich nicht zu bekommen. Und ich habe auch die CD Original aus der Zeit damals und ich muss ganz ehrlich sagen, es war so das erste Album, was ich so wirklich, glaube ich, so komplett von vorne bis hinten durch auswendig kannte und ja, das war so meine erste Platte, wo ich echt wirklich so auf so ein Album richtig abgefahren bin, von vorne bis hin. Müsste so 95 gewesen sein. Steht hier gar nicht mehr drauf. 2022 ist das Repress gewesen. Ich meine, das war 95 oder sowas. Oder 94 sogar. Oder 96. Irgendwie sowas um den Dreh. Und ich weiß noch, ich habe sie gefeiert wie die Sau. Und ich habe das meine CD auch noch, auf jeden Fall. Ich habe die Discman so richtig scheiße. Alle mit Anti-Skip-Cutting oder wie... Nee, Anti-Skipping ist ja Platte, aber wie hieß das nochmal? Ja, dieses Dynamic, keine Ahnung, dass die CD angeblich nicht springt, weil das ganze 20 Sekunden gehalten hat und dann... Ja, Katastrophe. Aber ich liebe das Album. Ist mein Einstieg in die Ärzte tatsächlich auch gewesen. Und ganz, ganz dringendes Muss. Und natürlich habe ich die CD auch noch. Also sowas gibt man ja auch nicht ab. Ja, aber das Original war natürlich unbezahlbar. Ich finde ganz gut, dass sie die jetzt gerepressed haben. Weniger punkmäßig finde ich die Preise, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich schon ein bisschen sehr unverschämt. Aber kommst da nicht dran vorbei. Und ich habe da so einen Freund, der denkt da immer sehr an mich. Und wenn ich dann so Sachen verbasel, die kam ja zuletzt auch gerepressed. Hat er auch netterweise für mich einfach bestellt. Ja, und dann kommen dann so Sachen bei mir. Danke, lieber Daniel, nochmal. Die Ärzte, Planet Punk, weil es ein großartiges Album ist, weil es so mein Jugendalbum auch ein Stück weit ist, habe ich es natürlich in zwei Varianten. Ja. Okay, ich glaube, die Hintergrundmusik ist zu Ende gelaufen. Ich drehe mal kurz um und dann geht's weiter. Ja, geht der wilde Ritt. Ja, an der Platte, und jetzt muss ich nur kontrollieren, ob die Reihenfolge richtig ist, genau. Welche Platte hörst du am häufigsten mit deiner Partnerin, deinem Partner oder deinem Freund? Entschuldigung. Vinyl und mehr, fragt danach. Ist übrigens Frage 8. Also noch ein paar vor uns. Ja, also es ist sehr schwer zu beantworten, aber wenn ich gefragt werden würde, boah, mit digital und so, das Album und dann würde ich tatsächlich diese Band sagen, wobei ich alle drei Alben sagen könnte. Ich habe jetzt das mittlere ausgewählt. Milliarden mit dem Album Berlin. Milliarden ist eine Band aus Berlin. Und ja, es ist schon Punk irgendwo, ja, aber Punk, bisschen angepoppt, würde ich schon sagen. Meine Partnerin und ich, meine Frau und ich, und auch mein bester Kumpel und ich sind extrem große Fans, waren schon mehrfach auf Konzert, haben mit der Band, lustige Geschichte, am Pissoir gequatscht oder vor dem Konzert gestanden und ich weiß gar nicht, war es der Drummer? Ich glaube, es war der Drummer, stand draußen, telefonierte und dann kam ein kleiner Club in Düsseldorf, das Tube, falls das jemand kennt, und sehr amüsiert haben wir festgestellt, wie dann irgendjemand, der aufs Konzert wollte, zu dem Drummer ging und sagte, ey, brauchst du noch eine Karte?
War sehr lustig, ja. Nee, ziemlich geile Band, ziemlich geiles Album. Alle drei Alben, Bombe. Drittes Album während Corona-Zeit veröffentlicht. Ist so ein bisschen untergegangen, leider. Ich hoffe, ich hörte, sie arbeiten am 4. Hammergeil. Hört mal auf jeden Fall rein. Baukran ist mega. Morgen ist super, über die Kante, mega geil. Stich für Stich, vermisse alles. Alles, alles. Und kleine Anekdote. Dieses Auto, Vectra, schöner 90er Vectra, in genau diesem herrlichen Champagnerton, ist genau das Auto von meinem besten Kumpel gewesen, zu der Zeit, als das Album rauskam. Leider ist er mittlerweile auf dem Schrottplatz, aber auch ein Erinnerungsteil. Mit der Karre hat der gute, beste Freund von mir mich zu meiner Trauung, standesamtlichen Trauung unter anderem gefahren. Ja. Erinnerungen sind's. Auch meine Kinder lieben die Band. Die haben, genau, digitale Welt, haben über Instagram sich eine Story angeguckt und da konnte man, wenn man danach gefragt hat, lieb das letzte Album, die Box geschenkt bekommen. Und tatsächlich haben die da eine signierte Box von denen geschenkt bekommen, weil sie sich da auf Instagram drum beworben haben. Die steht bei meiner Tochter oben im Zimmer. Auch eine andere schöne Anekdote. Ja, ich sehe jetzt wieder hier die Platten und damit weiß ich eigentlich auch, was die nächste Frage ist. Ich glaube, es ist die Frage, von welchem Album hast du zwei Varianten aus unterschiedlichen Ländern, die in unterschiedlicher Art und Weise erschienen sind. Und ich glaube, sie war von Andy. Vinyl. Ha! Frage 9. Richtig. Genau. Welches nochmal konkret? Hast du ein reguläres Album einer Band oder Interpretin, das in verschiedenen Ländern in unterschiedlicher Covervariante erschienen ist? Ja, habe ich. Mir sind sogar noch im Nachhinein, nachdem ich rausgesucht habe, mehrere eingefallen. Aber ich habe jetzt zwei Alben sogar am Start. Und eigentlich vermeide ich das tatsächlich auch, weil Platz, Punkt 1. Und meistens entscheide ich mich für das eigentlich liebere, schönere Cover. Also das mir liebere, schöne Cover. Hier haben wir eine Variante. Wir haben ja einmal Kran Live. Das hier, Kran Live Club Cover, ist die deutsche Variante. Und das hier, Kran Live, ist die UK-Variante. Das ist ja auf Gull erschienen. Und das hier ist natürlich auf Spiegelei erschienen. Da gibt es eigentlich keinen großartigen Grund. Eigentlich finde ich die UK-Pressung eigentlich auch relativ hässlich. Total nichtssagend eigentlich, ja. Aber schöne Live-Fotos drin. Zack. Ist übrigens aus dem Jahre 75 das Album. Hier ist dann wiederum diese nette Zeichnung drin. Ja. Aber oftmals, und das ist manchmal der Grund, weshalb ich mich dann für eine Pressung entscheide, weil ich bin, und das haben auch viele schon mal öfters erwähnt, wir haben ja einen Manko in der Vergangenheit in Deutschland gehabt, was Pressungen anbelangt, im Verhältnis zu vielen anderen Ländern, wo Platten erschienen sind. Und zwar ist das ein sehr großes aus meiner Sicht. Nämlich, das mache ich mal hier an der fest, John Barleycorn Must Die von Traffic. Ja? Super Album übrigens. Alle Alben von Traffic feiere ich wirklich sehr. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist hier eine ganz normale Pressung, ja. Island und so weiter. Und ja, die ist auch Hochglanz und so weiter. Ist auch ein Repress, ja. Da dürfen wir nicht vergessen. Aber trotzdem ist es oftmals so, und deswegen habe ich die in zwei Varianten. Erstens ist das hier ein matter Pappkarton. Das kann natürlich noch am Pressjahr ein Stück weit liegen, ja. Aber der Unterschied zur deutschen ist bei der UK-Pressung das hier. Es ist einfach ein Gatefold. Und das ist ganz, 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 ganz oft so. Und ganz viele Platten, die in Deutschland erschienen sind, dann verlieren dann auch ihren Effekt irgendwie. Und haben dann zum Beispiel auch so ein geiles Innenfoto nicht, ja, was bei der englischen Pressung einfach dabei ist. Und deswegen hier in dem Falle habe ich die UK-Pressung auch noch. Von der Mr. Fantasy gibt es auch zwei Varianten. Ich hatte vorher das normale Clubcover UK-Press, aber ich habe mich dann entschieden, zum Beispiel so Hole in My Shoe ist, glaube ich, die Alternative-Version aus Deutschland. Anderes Cover, gleiches Album, anderer Titel aber auch. So, ich habe auch von der The Jimi Hendrix Experience, also das Debüt, habe ich auch die French Barclay-Pressung, ist auch ein anderes Cover. Oder die Vorab-Ausgabe von der Let It Bleed. Ist mir nachher noch einiges anderes eingefallen. Aber ich habe mich jetzt für die entschieden. Hoffe zu deiner Zufriedenheit, lieber Andi.
So, und dann sind wir schon, das war jetzt Frage 9. Jetzt haben wir Frage 10 von Secrets on Vinyl. Welche eine Platte, die du als Jugendlicher gekauft hast, würdest du niemals weggeben? Ja, ich bin leider 1984 geboren. Und dementsprechend war so, als ich anfing, Musik zu kaufen, also so mit 8, 9 habe ich schon mal Maxis gekauft, CDs. Aber Alben und vor allen Dingen Vinyl war da nicht. Tatsächlich, muss ich ganz klar sagen. Somit beantworte ich die Frage so. Es gibt aber natürlich trotzdem eine erste Vinyl, die ich mir gekauft habe und die ich auch immer noch besitze. Das war halt nur wesentlich später. Und ist jetzt auch nicht so super spektakuläres, aber trotzdem würde ich die niemals abgeben, weil es halt die erste war. Das ist hier Stevie Wonder's Hotter Than July, was auch immer noch, ich finde, ein ziemlich geiles Album ist. Es ist mit Sicherheit nicht sein Bestes, aber naja, es ist vor allen Dingen Happy Birthday drauf, was sehr gerne bei uns am Geburtstag läuft, wenn die Kinder zum Frühstück runterkommen. Und ja, auch die anderen Tracks, ne? Also Master Blaster German, sorry, Alter, Mega-Track. Und losgelöst davon natürlich einfach, weil es die erste Platte ist und damit natürlich man innerlich so ein Stück weit was verbindet. Tatsächlich bin ich eigentlich an das reine Vinyl-Sammeln gar nicht so direkt rangegangen, sondern eigentlich hatte meine Frau eine Bob Marley-Platte noch und wir hatten dann in unserer Erstwohnung die Idee, ach, ist ja eigentlich eine ganz tolle Idee, mal Platten an der Wand hängen, so dekorativ, ja. Und dann in Venlo gibt es, in Holland gibt es The Sounds. Und da gibt es immer so eine 2,50er Kiste. Oder ich glaube 2,50 kosten die. Und wenn du 5 Stück nimmst, kostet ein 10er. Und da habe ich mir dann einfach welche ausgesucht und die als erstes rausgegriffen. Und dann kam der Schwiegervater, der sagte, hey, ich habe noch einen Plattenspieler, willst du den nicht haben? Und dann nahm das übel seinen Lauf. Ja, und dann ist man hier bei dem ganzen hier ringsrum gelangt. Egal. Frage 11. Okay, welche Platte hast du auf einem Konzert gekauft und vor Ort von einem Bandmitglied signieren lassen? Mehrere Sachen gibt's. Gibt's einmal das hier, das ist aber eine Single. Von der Band Capitano, ziemlich geil. Da wurden mir noch so nette Komplimente drauf geschrieben wie du bist süß von einem 120 Kilo bärtigen Leadsänger. Fand ich sehr geil. Das ist jetzt Good Times for Bad Habits drauf. Da ist der Sänger zu sehen. Er hat ein bisschen Jethro Tull Vibes. Ja, super geil. Die einmal, die waren Vorband für bei, ich glaube sogar bei Milliarden, die ich eben gezeigt habe. Ich meine, ja. Und, aber dann gibt es noch zwei andere Sachen. Also eins, die das war zuletzt, das ist ein relativ spannendes Ding, ist Outrage, Eldorado Pagillier, französische Band, wie gesagt. Habe ich in Krefeld in so einem Kulturladen gesehen, Kulturrampe nennt sich das. Und das war ein super kleines Konzert, die sind extra aus Frankreich angereist. Und die, nochmal, das Artwork ist auch ziemlich geil, wie ich finde. Die haben vor 25, 30 Leuten gespielt. Das heißt, man konnte nachher ganz easy hingehen, den Merch noch mit den Bierchen trinken. Kommunikation war nicht so gut, einfach weil ich kein Französisch spreche und wir wissen ja, Franzosen sind auch nicht so die Englisch-Speaker. Aber ganze Band hat unterschrieben, wunderbar. War ein schöner Abend, ganz entspannt. Und es gibt noch viele, die den Kanal länger verfolgen, werden die Story schon kennen. Aber es gibt ja noch so ein anderes Ding, das ist die Upupayama-Platte. Ja, Upupayama ist, ja, so, ich würde es schon so Psych-Folky nennen, ein bisschen Crazy Folk. Und ich saß eines Abends auf der Couch und dann kriegte ich eine Nachricht per, ich glaube, das war wohl WhatsApp, von dem lieben P33, denn P33 hat ja auch einen Kanal, leider lange nichts mehr von dir gehört, mein Lieber. Ich hatte ihm auf seinem Kanal mal geschrieben, der hat ja immer die Sachen, die er gezeigt hat, angespielt, aber hat er unter anderem die Band gezeigt, ja. Und hatte ich geschrieben, geil, finde ich mega spannend. Und dann war er auf dem Konzert. Und dann hat er gesagt, hey, wenn ich hier auf dem Konzert die Platte bekomme, soll ich dir eine kaufen? Ich habe gesagt, na klar. Und dann kam noch hinterher, hey, wenn ich die von der Band signiert bekomme, soll ich die signieren lassen? Ich gesagt, na klar. Und naja, der Liebe war dann nicht untätig, hat mir das Ganze hier schön signieren lassen. Mir das dann per Post zugeschickt. Und nicht nur das,
haben ja auch noch ein wunderschönes Foto auf diesem Konzert geschossen. Mit einer kleinen lieben Nachricht hin drauf, die aber geheim bleibt. Nein, nichts Wildes. Nochmal Datum und so alles drauf. Nochmal super, vielen Dank. Und wollte ich hier als das, was die Vinyl Community kann, nicht verheimlichen und wollte es gerne mit euch teilen. Allen, die das noch nicht mitbekommen haben. Dann haben wir Frage 12. Welches Album legst du? Habe ich eigentlich eben gesagt, von wem das Ganze war? Die Frage war, boah, ich kann es auch gar nicht. Guido, der Vinyl-Junkie. Sorry, Guido. Wir müssen uns auch mal wieder sehen. Sorry, hatte ich vergessen, dich jetzt hier zu erwähnen. Das war alles andere als eine böse Absicht. Welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer hast? Ach, scheiße, die ist auch wieder von der Reihenfolge falsch. Wo ist sie? Da. Ja, erstmal ist von Was mit Rock und Vinyl, dem Musikpodcast. Ich habe das Glück, dass ich schon lange keinen schlimmen Liebeskummer mehr hatte, sondern seit vielen Jahren glücklich vergeben bin. Unsere Beziehung ist letztens volljährig geworden. Ja. Und verheiratet bin und ja, Liebeskummer echt schon lange nicht mehr. Aber ja, ich erinnere mich, wo man sehr gut drin schwelgen kann. Auch nicht das ganze Album, aber ich finde es einfach super, in Teilen sehr melancholisches Album und das fiel mir irgendwie so als erstes an, dann habe ich es auch einfach nicht mehr hinterfragt. Und zwar ist es hier A Rush of Blood to the Head von Coldplay. Ich finde es insgesamt ein mega geiles Album und ja, da sind halt echt Schwelgenummern drauf. Ne? Also nochmal so Politic in my place, Scientist, Green Eyes, A Rush of Blood to the Head, Warning Sign, A Whisper. Also Clocks ist natürlich dann auch. Auch noch ein knaller Hit einfach, aber ja, da sind schon einige Tracks drauf, wo man drin sehr leiden kann. Aber auch losgelöst davon einfach ein granatenstarkes Album, muss man einfach sagen. Ne? Also muss ich auch dringend mal wieder auflegen, ganz dringend. 2002 ist das rausgekommen, ja, auch schon old mittlerweile geworden. Leider kein Original. Nein, diese verflixte Sammelsucht hat erst vor. Ja. 16 Jahren bei mir angefangen, aber seitdem leider, ja, Sucht ist schon das richtige Wort. Dann kommt jetzt Frage 13. Welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst? Von Nadelneu gefragt. Ja, das ist natürlich schwierig, weil ich habe ja zuletzt noch diese Cover-Challenge gemacht gehabt. Das heißt, ja, da könnte ich ganz viel zeigen und es ist auch unheimlich schwer, eine Auswahl zu treffen. Ich habe mich für was entschieden, was ich letztes Mal schon fürs Porträt in Erwägung gezogen hatte. Könnte damit zusammenhängen, dass das Ganze Self-Porträt heißt. Ist ja auch gar nicht so das bekannteste Album von ihm. Ich weiß gar nicht, wer jetzt so auf den ersten Blick wüsste, von wem das Album ist. Das ist von Bob Dylan. Und naja, es steht kein Name drauf. Es ist tatsächlich für mich einfach erstmal Kunst. Und es ist, boah, ich weiß gar nicht, Mitte 70er meine ich. Double Album, ich glaube in The Big Pink auch aufgenommen, unter anderem, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege. Und ist aus dem, das will hier wieder irgendwie keiner verraten, aus welchem Jahr das ist, vielleicht wäre es ja für euch nochmal interessant. 1970, so, guck mal, doch wesentlich früher als ich gedacht habe. Ja, sehr, sehr schönes Teil und ich mag es einfach gerne. Das war übrigens auch eins. Ein Album, was mal lange Zeit gerahmt bei mir im Flur hing. Ich habe immer noch ein paar Bilder an mir im Keller hängen. Ja, und das finde ich echt ein schmuckes Teil. Das ist natürlich sehr abstrakt und es ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde, zu dem Aspekt Kunst passt dieses Teil sehr, sehr gut. Bob Dylan, Self-Portrait. Hier nicht 100 Jahre waren. Ach, jetzt, wenn das die richtige Reihenfolge ist, weiß ich wieder, was die Frage ist. Aber ja. Welche deiner Schallplatten war am schwierigsten zu erlegen? Die Jagd nach welchem Schatz gestaltete sie sich am schwierigsten? Lieber Vinyl Addict. Das ist deine Frage, Matze. Ja, boah. Also das ist, sagen wir mal so, man kann ja jedes Album letztlich irgendwie, also nicht jedes, aber fast jedes Album mittlerweile als Repress kaufen. Und da fehlt mir der sportliche Gedanke ein wenig. Da, wo es sonst also völlig den Rahmen finanziell sprengen würde, da mache ich das schon mal. Auch auf Rat von dir, lieber Matze. Wie zum Beispiel die Warren G, wo du mir den super Tipp gegeben hast. Aber es gibt so Alben, die eigentlich
eigentlich sehr gut verkauft wurden. Und dementsprechend eigentlich man nicht nur die Notdurft hat, das als Repress zu kaufen, beziehungsweise als Neupressung. Und vor allen Dingen, ja, und da gibt es trotzdem welche, die ich lange haben wollte und wo es sich sehr schwierig gestaltet. Und es ist völlig crazy und ich weiß auch nicht wieso. Aber das ist bei mir tatsächlich dieses Album. Pet Sound von den Beach Boys. Und ey, wollte ich eigentlich von Anfang an immer haben. Ist mir nie über den Weg gelaufen. Also ich meine das ernst. In keiner Kiste, auf keinem Flohmarkt. Ja, ich hätte sie natürlich, wie gesagt, bei eBay jederzeit kaufen können, auch secondhand. Aber ich bin ja eher so der Freund von, ich finde die oder die finden mich Platten im Sinne von in Kisten, auf Kleinanzeigen, also so im privaten, direkten Verkauf, ja, und weniger so Auktionen oder im Shop oder sowas. Und das hat sich echt ewig keine. Also ich habe sie jetzt vielleicht ein halbes Jahr oder so, wenn überhaupt. Und wie gesagt, da habe ich mich tierisch gefreut, als ich die plötzlich in der Hand hatte. Die ist jetzt nicht hundertprozentig fein, ist halt auch secondhand, aber ja, ey, so macht es viel mehr Spaß. Also der Reiz geht für mich persönlich geht der verloren, wenn ich einfach nur auf den Bestellbutton drücke. Sondern es ist ja auch, also mag jeder anders sein, ich bin da Freund von, die Dinger wirklich zu finden. Dann geht uns doch allen das Herz auf, wenn wir umblättern und denken, da ist sie. Ja, also ist mit wenig zu vergleichen. Und finde ich, erfüllt mich persönlich mehr, als jetzt einfach, wie gesagt, auf den Bestellbutton zu drücken. Nummer 15. Welche Schallplatte in deiner Sammlung hat das früheste Release-Datum und wie ist die Geschichte dazu? Tonkotschube bzw. Mini-Klangwunder. Ja, also ich musste jetzt so ein Stück weit auf meine Discogs-Archivierung vertrauen, dass das die älteste ist, aber die ist schon alt, da muss man schon sagen. Und das hier ist Luis Prima mit The Wirest. Und was ist die Story dazu? Die ist mir im Kontext von der Sammlung mal in die Hände gefallen. Kommt auf diesen wunderschönen grünen Capitol Records Label. Ich glaube, und jetzt macht mich nicht fertig, ey. Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Ich habe es ja nachgeguckt gehabt. Aber ich glaube, es war 54. Und wenn es nicht so ist, korrigiere ich es unten. 1954 ist das Release, glaube ich. Und dies, also ich habe die beim, als ich sie rausgesucht, als ich die Platten hier rausgesucht habe, habe ich sie aufgelegt. Ich habe mir wieder gedacht, verdammt, die ist echt schon ganz schön geil. Also es ist den Track, den ihr alle kennt. Den ihr alle kennt, das ist Just a Gigolo. Ja? Den kennt ihr alle. Und der meiste Rest ist auch so ein bisschen in diesem Style. So leicht Latin, leicht swingig, aber groovig einfach. Also ich bin da echt so ein bisschen so vor den Regalen. So, also das ist schon echt eine geile Scheibe. Und es ist schon so 50s Nostalgie. Ich mag übrigens sehr gerne diese Zeichnung, was ja auch so typisch 50s Design ist, gefällt mir extrem gut. Ja, und einfach dieser nostalgische Gedanke dahinter. Und wenn die Musik mir gefällt, ist doch scheißegal. Also ist für mich persönlich scheißegal, wie alt das ist oder aus welchem Stil das kommt. Sogar noch ziemlich gut im Schuss, wenn man bedenkt, 70 Jahre. Ja, leichter Abrieb und so, aber ja. Und vor allen Dingen, das muss ich auch noch mal betonen, ich hab die rausgehört und mir gedacht, oh, die ist ja schon. Vinyl sieht schon extrem aus. Aber dann legst du die auf. Und ja, das knistert beim Einlaufen und so. Und man hört zwischendurch auch was. Aber ey, ich ziehe heutzutage eine neue Platte aus dem Inner Sleeve und das ist nicht gefüttert beim Kauf. Und dann hört die sich fast schon genauso an. Das ist übertrieben, aber. Ey, wenn heute eine aktuelle Platte so aussehen würde, dann kannst du ihn in die Tonne kloppen, dann geht da gar nichts mehr mit. Das ist einfach nochmal ein Faktor auch, der ist krass. Das alte Vinyl, also ich weiß nicht, was die heute anders machen, aber Längenunterschied, was die Pressung angeht. Längen. Meilen. So. Frage 16. Welche Platte hat dich in eine komplett neue Welt entführt und damit dein Leben bereichert? Semi-Erleben. Ist das richtig? Semi-Erleben, ne? Ja, Semi-Erleben. Frage 16. Ja, habe ich nicht zuerst auf Vinyl gehört,
habe ich online gehört. Und zwar Live-Konzert at Montreux. Montreux. Ich habe kein Französisch gehabt. Auch wenn das in der Schweiz liegt. Aber Französisch, Schweiz. Und ja, habe ich, genau, während meines Studiums habe ich gerne mir die Knöpfe, ich musste sie zu Hause lernen, die Kinder waren noch sehr klein und haben natürlich nicht so Rücksicht nehmen können, habe ich mir mal Mucke in die Ohren gehauen und am Laptop gearbeitet und dann Musik gehört. Und da habe ich seinen Auftritt völlig, ohne ihn großartig einordnen zu können, dort mir angehört und war völlig weggeblasen. Und dann war sowas von klar, ich brauche sein Debütalbum. Und ich finde, auf wenig andere Künstler passt der Aspekt in andere Welten, andere Sphären gebracht. So sehr mein Leben bereichert, das weiß ich nicht. Aber in andere Sphären hat er mich auf jeden Fall musikalisch gebracht. Denn der bewegt sich da einfach. James Blakes Debütalbum ist das, was ich euch jetzt hier zeige. Das ist auch schon aus 2011, schon wieder auch lange her. Ja, davor gab es natürlich die Klaviermusik, glaube ich, war davor und die Fotografien zeigen schon so ein bisschen. Also er ist echt so out of space, ne? Also nie richtig greifbar in seinem Sound. Fantastisch. Wilhelm Scream, Linz Fan 1 und 2, Limit to Your Love, Why Don't You Call Me, You Know Your Youth. Ganze Album eigentlich. Und auch das Nachfolgealbum Overground genauso. Hammer geil. Die Effekte, die er so auf Stimme legt, das unkonventionelle Spiel, die Synthesizer. Ja, vom anderen Stern irgendwo, ne? Und entführt einen wirklich so ein bisschen, ist auch für mich Kopfhörermusik tatsächlich. Es gibt ja so ein paar Sachen, auch Can ist für mich Kopfhörermusik in vielen Alben. Gerade die Future Days, so in diese Richtung bewegt sich das so. Also wirklich wegdriften und Klangwelten einfach aufbauen, ein Stück weit auch. James Blakes Debüt, self-titled. Wäre dann meine Antwort auf Frage 16 war es. 16 war es, ne? So, Endspurt. Letzten zwei. Genau. Und jetzt kommt vom Moshpit Passion. Welche Platte ist dein Lieblings-Bootleg oder Counterfeit? Ja. Schwierig. Bin ich kein großer Fan von. Kommt natürlich trotzdem vor. Counterfiles, ja, ist ja dann, finde ich dann schwierig, wieso ist es dann ein Liebling, also das wäre ja ein Album dann im Prinzip ja auch, was ich dann als Counterfile besitzen will. Ich habe mich dementsprechend für ein Bootleg entschieden, wobei ich bei denen immer so ein bisschen schwierig finde, ist es so eine Audience-Aufnahme oder direkt vom Board aufgenommen. Ich glaube, die ist, ich kann gar nicht genau sagen, was von beiden sie ist. Aber ich finde sie schon geil. Ich habe auch noch zwei andere Bootlegs von ihnen. Darf man eigentlich gar nicht so groß zeigen, weil die sind nicht gerade milde mit Anzeigen. Zeig sie trotzdem. Und zwar ist es hier die Welcome to the Machine von Pink Floyd. Die ist, glaube ich, 76 sie aufgenommen. 77, auf der 77er Tour. Hier in Frankfurt, tatsächlich, in der Festhalle aufgenommen worden. 27. Januar. Und 87 rausgekommen. Innen drin so ein bisschen gestaltet wie die Animals. Ich glaube, es ist auch so ziemlich die Animals Tour. Also wir haben Pigs on the Wing, Dogs haben wir drauf, wir haben Pigs und wir haben Sheep. Sind absolut komplette White Labels. Ja, und ich mag da wird Gilmore Foto vorne drauf. Und auch ich mag auch das Bühnenbild als Foto hin. Mache ich beides sehr gerne vom Artwork. Ja, wie gesagt, kann man nicht sonderlich viel zeigen. Finde ich spannend und ich habe 76, glaube ich. Pre-Animals Tour ist das dann, glaube ich, mit den Schweinen drauf. Gibt es auch zwei Varianten von, glaube ich, ne? Und noch auch eine Edmund Rue. Das sind meine Bootlegs, die ich von denen habe. Ich bin aber, wie gesagt, kein großer Fan von Bootlegs. Wenn ich sie mal irgendwie mal günstig dazwischen komme, dann reiche ich die weg, aber es ist klangtechnisch manchmal echt schwierig, muss ich sagen. Aber ja, das ist, wenn dann, schon eine meiner Liebsten, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Welcome to the Machine, Pink Floyd. So, und jetzt zu allerletzt, und das ist natürlich so ein bisschen eine Doppelung mit der ersten Frage, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ne? Nicht Doppelung, es wird dem Ganzen vielleicht ein bisschen umgehen. All Killer, No Filler, auf welchem Album gibt es nur gute Songs? Von Plattenpanorama.
Und ist die Frage gestellt. Und ja, ich habe die Platte schon an anderer Stelle gesagt. Und da gibt es einige, aber ich habe mich trotzdem schwer getan, muss ich sagen. Die habe ich auch schon an anderer Stelle mal gezeigt. Und ich könnte hier die auch zeigen können und den Aspekt. Yo, das Cover ist tatsächlich echt volle Pulle Kunst und so. Aber es ist halt ein Album, das kann ich immer wieder von vorne bis hinten hören. Und es ist musikalisch, von den Texten und von den Textaussagen, also Bombe, absolut meins. Und zwar ist die Rede hier vom Herrn Faber mit seinem Album Sei ein Faber im Wind. Der junge Mann ist Schweizer. Und das Album ist auch schon wieder, ne? Ja, 2017 auch schon wieder, 7 Jahre alt. Es gibt schon 2, 3 davon. I Fucking Love My Life ist das Nachfolgealbum. Dann gab's dreifach Vinyl Live-Album. Und jetzt, boah, Adagio. Das neue ist, glaube ich, Adagio. Und boah, dazwischen gab es noch eins. Das hat er mit irgendeinem brasilianischen Künstler gemacht. Das hat mich gar nicht abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hier, Sein Faber im Wind, ist mega. Und also politisch, gesellschaftliche Texte. Das Ganze hat so ein bisschen was. Ich habe es schon an anderen Stellen schon mal vorgestellt. Aber ja, es ist halt ein Hammeralbum. Ne? Und es hat was von Balkan Disco. Aber mit Posaune und so. Also der Drummer spielt Schlagzeug und Posaune gleichzeitig an vielen Stellen. Sehr geil. Guckt euch mal so Live-Sachen von denen an. Und ja, wem du es heute kannst besorgen, ist ein Mega-Track. Es könnte schöner sein. Lass mich, ja, was, ich kann eigentlich alle Titel, ne? Lass mich nicht los, bleib dir nicht treu. In Paris brennen Autos. Wer nicht schwimmen kann, der taucht. Aussagetechnisch. Mm. Brüste beim Arschgeweih, so soll es sein, sein, Farbe im Wind, alles Gute. Lass mich nicht los, es könnte schöner sein, nichts. Ouvertüre am Anfang, alles Hammer. Und dann nochmal unter dem künstlerischen Aspekt, jedem, also ihr seht ja hier diese Pornoszene. Also letzten Endes sind die Videos vom Faber Stillleben, ja. Und die sind hier alle in Artwork. Pro Lied gibt es ein Stillleben-Bild und ihr könnt quasi das Artwork der Platte selber bestimmen. Ja, das finde ich eine ziemlich geile Idee auch. Bisschen wie Faust So Far, auch mit so Bildern. Und ja, mega, mega gut. Ey, wer es noch nicht gehört hat, das Album, bitte tut euch den Gefallen, hört da mal rein. Das ist echt ein Hammer-Album. Also der Junge hat echt was zu sagen und mega. Mega, 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 mega gut. Mega, 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 mega großen Dank an Timo. Nochmal hier an der Stelle sei dir ausgesprochen für die erneute Organisation der German Vinyl Community Challenge. Ja, irgendwann war mein Gedanke das mal, aber das spielt ja gar keine Rolle mehr, da irgendwie so irgendwo in irgendein Video reingesagt. Man könnte doch mal sowas auch auf Deutsch machen. Ich würde mich nicht als da zu wichtig nehmen. Tatsächlich ist das Ding auf deinen Mist gewachsen, lieber Timo. Du hast das organisiert, du hast es wieder aufs Neue organisiert, du hast es auf große Beine gestellt. Der Ausbau und die Erweiterung der Vinyl Community geht ein Stück weit auf dich zurück. Dafür nochmal ganz, 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 ganz großen Dank. Danke auch wieder, dass du es dieses Jahr organisiert hast. Nächstes Mal versuche ich mich auch wieder mit einer Frage zu beteiligen. Sorry, ist mir durchgegangen. Ja, aber schön, dass das wieder so stattgefunden hat und eine Regelmäßigkeit bekommt. Die German Vinyl Community ist so groß, ich schaffe bei weitem nicht mehr so viele Videos zu gucken, wie ich das möchte. Tut mir auch allen leid, ich kommentiere aber auch nicht mehr grundsätzlich alles, weil dann wird es noch irrer. Aber ich bin immer mal wieder da. Im Stillen und schau euch zu. Genau, ich Livestreams und so, ich schaffe das alles nicht, aber das ist auch in erster Linie mein Problem. Ja, Leute, ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt euch halbwegs gut unterhalten gefühlt von meiner Auswahl. Wenn es euch hier gefallen hat, schaut auch gerne zukünftig mal hier rein. Hier kommt regelmäßig was, schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, aber ja, ich mache nicht mehr 2 pro Woche jetzt aktuell, ich mache 1. Wenn ich Lust habe, mache ich 2. Ich lasse mich da nicht treiben. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr da wart. Freue mich, wenn ihr wiederkommt. Bleibt dem schwarzen Gold treu. Lasst die Platten drehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao, Leute.